Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Die lateinische Augusta Taurinorum, die Großstadt im Nordwesten Italiens. Eine Stadt, die unzählige Legenden, Sagen und einiges Unfassbare zu erzählen hat. Von magischen Flüssen, schwarzmagischen Dreiecken, geheimnisvollen Symbolen und prächtigen Kathedralen, die sich im Zentrum des Teufels befinden. Höllentore sollen sich darin befinden und Satan persönlich sollte nachts durch die Straßen reiten. So die Legenden dieser altrömischen Stadt. Markus, warst du schon in Turin und hast du den Teufel durch die Straßen reiten sehen? Ja, hallo, grüß dich. Ja, wir waren damals im Jahre 2018 in Turin. Und zwar hat es uns dorthin verschlagen, als wir dem Mythos des schwarz-violetten Steins hinterhergejagt sind und auch unsere Forschungen unternommen haben. Und da hat es uns im Prinzip in die Stadt Turin verschlagen, wo wir Kontakt zu einem Geheimbund hatten, der uns da im Prinzip ja eine Woche exklusiv in Turin Einblicke gegeben hat, was sich hinter den Kulissen abspielt, dieser faszinierenden Stadt. Wenn wir von diesen schwarz-violetten Steinen reden, ich habe ja schon von dir gelernt, diese schwarz-violetten Steine, redest du von denen im Untersberg, die auch im Untersberg eine Rolle spielen? Ja, genau. Es hat alles im Prinzip mit diesem Untersberg-Mysterium begonnen und das hat uns bis nach Turin verschlagen, ja, in diesem Fall. Die Leute sagen, also viele Leute sagen, Turin gilt als die magische Hauptstadt Italiens. Was ist daran? Ja, also das Turin selber ist, man kann es ja wohl sagen, es ist die magische Hauptstadt von Italien, so würde ich es jetzt auch bezeichnen, nachdem ich dort war, denn dieses Turin ist ja im Allgemeinen, wenn man sich das ein bisschen näher ansieht, wir haben da unzählige Mythen und Legenden, wie zum Beispiel zum Heiligen Gral, das Turiner Grabtuch wird dort aufbewahrt. Wir haben unzählige Symbolik zu Geheimbünden. Überall in der Stadt kommen dir die Pentagramme als Symbol, die stechen hervor. Genauso wie die Zahl 666 oder dämonische Verzierungen an Kuppeln, Kathedralen. Und ja, es gibt da so viel zu erzählen rund um diese Stadt, dass man sehr wohl sagen könnte, dass es ja ein magischer Knotenpunkt ist in ganz Italien, ja. Das ist sehr interessant. Du redest von der Zahl 666 und von Pentagrammen, die da überall vorkommen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wo man sowas antreffen kann, vorfinden kann? Ja, also im Prinzip diese Pentagramme, wie ich sie erwähnt habe, die sind wirklich allgegenwärtig. Wir haben hier allgemein diese okkulten Symbole und die Magie, ja, die scheinen im Alltag der Turiner grundsätzlich sehr, sehr tief verwurzelt zu sein. Das offenbaren schlussendlich diese Dekorationen an Fassaden, an Hauseingängen, ja sogar auf Werbetafeln von Firmen der Innenstadt, wo sie als Logo das Pentagramm in sich haben. Das kennen wir heute in Österreich oder Deutschland nicht, also eigentlich gar nicht.
Und hier zeigt sich schon einmal die Grundlage oder eine sehr lange Tradition im Glauben des Volkes. Und ja, diese Pentagramme an sich, die sind eingepflastert in den Straßen, es sind überall fünfzackige Sterne zu finden. Und ja, wörtlich gesprochen begegnet dieses Symbol wirklich auf Schritt und Tritt. Das heißt, heutzutage sind es mehr so Touristenattraktionen und sind halt interessant für die Touristen. Aber für wen waren denn diese Symbole relevant? Ja, also man muss sagen, dieses ganze Turin, ja, es ist ja in den 70er, 80er Jahren, hat es ja einen regelrechten Satanskult in dieser Stadt gegeben. Man muss bedenken, es war zur damaligen Zeit, das ganze Turin ist untertunnelt, unzählige Katakomben, und damals war es wirklich so, dass sehr viele Satanisten, aber auch diverse Geheimbünde in den Katakomben ihre schwarzen Messen gefeiert hatten, und das hat so Überhand genommen, dass sogar diverse Sagen in Hollywood verarbeitet wurden. Man denke hier an das Pferd, das immer, da gibt es ein, zwei Filme aus Hollywood, ich weiß jetzt den Titel des Filmes nicht mehr, wo man durch Nacht durch die Straßen von Italien geht oder von Turin geht und plötzlich sieht man ein schwarzes Pferd mit roten Augen, wo der Satan darauf reiten soll. Oha. Das ist zum Beispiel eine Sage aus Turin. Und ja, es war damals so, dass das im Prinzip sehr Überhand genommen hat mit diesen schwarzen Messen, dass im 70er oder 80er Jahr der damalige Bürgermeister alle Katakomben verschließen hat lassen, und nach diversen Vorfällen, nach diversen Polizeieinsätzen so dem ganzen Treiben ein Ende gesetzt wurde. Warum Turin? Warum war Turin, sagen, nennen wir es mal, ein Hotspot für Satanisten? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Warum gerade Turin? Wir waren leider nur eine Woche dort, und wir haben im Prinzip haben wir festgestellt, dass dieses Turin ja schon von den Bauweisen, von der Ursubstanz so aufgebaut wurde, dass es eine diverse Energieentsprechung hat. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt uralte Templerkirchen, Kathedralen eigentlich, und ja, andere Festungen wie die Isis, die uralte Isis- oder Isais-Kultstätte, die was ja mit dem schwarz-violetten Stein dann zu tun hat. Das sind halt so uralte Relikte, die sich in dieser Stadt verankert haben, und moderne Architekten und die Kirche selber, die haben es dann auch geschafft, irgendwie, dass sie symbolisch diese ganze Stadt so aufwerten mit ihren Symbolen wie den Heiligen Gral oder den Pentagrammen, den Dämonen, was auch immer. Das wurde im Prinzip so weit geführt, dass es regelrecht ein Umschlagplatz für Okkultisten gewesen, also wurde im Prinzip, ja. Aber warum es gerade Turin war, ja, das ist eine sehr gute Frage, die bedarf sicher noch weiterer Forschungen. Was an dieser, ja, an diesem Punkt in der Landkarte von Italien so besonders ist, ja? Ja, die Legende besagt, dass Turin gegründet wurde von Phaeton. Und Phaeton war der Sohn der Göttin Isis. Und er hat die Stadt zu Ehren des Apis-Kultes gegründet. Ich hoffe, ich bin soweit richtig. Ich habe soweit richtig recherchiert. Ja, da gibt's, ja, genau, das stimmt. Es ist im Prinzip, da gibt's vieles zu erzählen. Es ist im Prinzip diese einstige August Taurinorum, wie es im Prinzip heißt, die wurde im 28 vor Christi gegründet. Oder? Mhm. Und ist heute diese Metropole, wie sie kennen, mit fast 1 Million Einwohnern. Und das Spannende daran ist, dass diese Provinzhauptstadt im Prinzip direkt an einer Mündung zweier Flüsse liegt. Und zwar ist es der Po und die Stura di Lancio. Und diese
Querung oder diese Mündung, wo die Stadt darauf liegt, da sagt man sich schon nach, dass das ein Energiekegel ist, ja, oder ein sehr hochenergetisches Zentrum an sich. Und diese Y-Form an sich wird auch für den Kelten schon damals wurde das verehrt und gesagt, dass das die Dualität ist zwischen Gut und zwischen Böse und schlussendlich auch die Verbindung darstellt zwischen Gut und Böse. Und so auch interessant, dass das Aufeinandertreffen von positiven und negativen Kräften genau im Zentrum von Turin stattfindet, durch diese Flussquerung. Und ja, so geht das dann weiter. Und so wurde dieses Energiezentrum von den Kelten belebt, ja, von einem Isais-Kult natürlich weiter belebt. Und ja, das wurde dann alles so vereint, dass genau in diesem Zentrum das Turiner Schloss liegt, wo man sich sagt, da ist genau die Grenze zwischen Gut und zwischen Böse und wo es auch diese Sage gibt, dass genau dort die Endzeit geschlagen wird. Und ja, die beiden Reiterstatuen Castor und Pollux, nun, die bewachen im Prinzip vor dem Turiner Schloss dieses Energiezentrum. Castor und Pollux, das sind die Namen der Reiter auf diesen Statuen? Das sind diese beiden Reiterstatuen, okay. Ja, genau. Wer waren diese Reiter? Nun, Castor und Pollux ist im Prinzip eine astrologische Zuordnung. Ah. Das weiß ich jetzt selber noch nicht so genau. Da müsste man mal schauen, was das für astrologische Zuordnungen zu diesen beiden Reitern sind. Ja. Aha, okay. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gelesen über schwarze und weiße Dreiecke. Was kannst du mir dazu erzählen? Ja, es gibt diesen Mythos der magischen Dreiecke von Turin. Das ist ein relativ großes Kapitel, aber wie schon besprochen, ist diese Stadt im Prinzip unterteilt worden zwischen Gut und zwischen Böse. Und da gibt es bestimmte Punkte in Turin, wie zum Beispiel eine Kathedrale oder eigentlich drei Kathedralen, die sich miteinander verbinden und ein weißes Dreieck bilden und andere Punkte wiederum ein schwarz-magisches Dreieck bilden. Und naja, diese Dreiecke verbinden sich schlussendlich im Zentrum von Turin und das ist im Prinzip die Grundlage dieser, ja, diesen ganzen Mythos, dunkle Seite, helle Seite, schwarzmagisch und ja, magisch halt, ja. Und das Spannende daran sind dann diese einzelnen Punkte, die wir natürlich auch untersucht haben, die dieses Dreieck bilden. Und da gibt es zum Beispiel ein Punkt ist die Piazza Statuto. Da sagt man sich nach, das ist der Höllenschlund von Turin. Das ist sehr spannend, denn diese Piazza Statuto, das ist ein dargestellter Bronzeengel auf einer Pyramide von Leichen. Und dieser Bronzeengel wird dargestellt als Luzifer. Und da sagt man sich nach, dass genau unter dieser Statue ja, der Höllenschlund sich befindet, wo wir zufälligerweise auch einen Abgang in die Katakomben haben. Aber das Bemerkenswerte an diesem Platz ist zum Beispiel eine uralte Erzählung, dass damals bei einem Tunnelbau Leute verschwunden sind, Leute gestorben sind, auf mysteriöse Art und Weise verendet sind. Und das ist aber nicht nur ein Mythos, sondern das gibt es auch in den alten Zeitungsberichten, wo man sich einfach gefragt hat, naja, wieso sind da hunderte von Leuten verstorben? Die wollten doch einfach nur einen Tunnel graben von einem Eck ins andere. Ja. Das ist schon sehr bemerkenswert. Das Tor zur Hölle und der Heilige Gral, das hört man oft im Zusammenhang mit Turin. Wurde denn, ich meine, es sind Legenden, aber wurden denn schon ernsthafte Suchen gestartet? Nach sowohl als ja. auch dem Heiligen Gral und nach dem Zugang zur Hölle?
Ich kann jetzt, ich denke mal, ja, ich kann nur von uns selber sprechen. Ja, wir haben definitiv danach gesucht, ja. Aber den Heiligen Gral haben wir nicht gefunden. Es gibt, aber das Spannende ist sehr wohl, es gibt sehr, sehr viele Hinweise in der Stadt selber, wo die beschreibe ich dann viel, viel ausführlicher in meinem Buch, wo wir Darstellungen von Mutter Maria haben, die den Heiligen Gral in der Hand hat, die in eine Himmelsrichtung weist, wo wir verschiedene Inschriften vorgefunden haben. Aber irgendwann endet mal die Suche, ja, und ja, man ist, wie soll ich sagen, du hast mehr Fragen wie Antworten am Tagesende, ja. Und nach einer Woche Recherche kannst du sowieso nicht viel ausrichten. Da müsstest du wahrscheinlich ein ganzes Jahr nach dem Kral suchen, falls es ihn tatsächlich in materieller Form dann auch gibt. Ja. Kommen wir auf was zu sprechen, das du am Anfang erwähnt hast, diese schwarz-violetten Steine, die auch beim Untersberg eine Rolle spielen. Was gibt's darüber zu erzählen, Interessantes? Ja, also diesen schwarz-violetten Stein, diesen Mythos des schwarz-violetten Steins haben wir damals am Untersberg verfolgt und der hat uns eben nach Turin gebracht und zwar auf den Spuren der Tempelritter. Und zwar gibt es in Turin Richtung Osten die Kirche Gran Madre di Dio. Sie ist eine sehr bedeutende Kirche im Herzen von Turin. Und ja, laut einer Legende, wie auch den Nachweisen, die wir gefunden haben, stand genau dort ein Tempel, der Göttin Isis geweiht wurde. Und der Name Große Mutter Gottes bezieht sich im Prinzip genau auf sie in einer Abfolge zur Isais. Und wir haben damals Nachweise gefunden bei einer Wächterkirche, die gleich daneben steht, wo wir nachweislich wissen, dass dort im Prinzip die Tempelritter ansässig waren. Und da fragt man sich, naja, was hatten die Tempelritter dort zu suchen? Den Heiligen Gral? Vielleicht sogar den schwarz-violetten Stein oder vielleicht ist der schwarz-violette Stein der Heilige Gral, wie er auch schon gemunkelt wird. Und ja, das ist das Spannende, denn diese ganze Symbolik dieser Kirche, da haben wir zum Beispiel die 12 Säulen der Kirche, 10 am Eingang, 2 am Hauptaltar. Und diese weisen im Prinzip auf einen 12-stufigen Einweihungsweg hin. Einen Einweihungsweg in den Isis-Kult der alten Ägypter oder Pharaonen. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele Indizien dazu. Und wir hatten damals auch diesen Keller besichtigt in den Katakomben, wo wir den Stein leider nicht gefunden haben, aber wir haben Inschriften vorgefunden auf einer alten Altarplatte, die genau wieder hinweisen auf diesen schwarz-violetten Stein, den wir auch am Untersberg haben, ja. Also die Inschrift auf dieser Platte weist auf den Stein hin. Ja. Diese Platte, also habt ihr die entdeckt oder war die schon entdeckt oder habt ihr nur die Inschrift entziffert? Nein, also man muss sagen, diese ganzen, man sieht es, wir haben sich gefragt, so sind wir ja drauf gekommen. Wir sind in diese Kirche reingegangen und da gibt es einen Brunnen, der ist mit einer schwarzen Glasplatte bedeckt, ja? Hat die Form eines Oktagons und wir haben überall so Gralsymbole darauf mit diversen Templerkreuzen. Und da haben wir uns damals schon gefragt, da hat's was, ja? Das muss irgendeine tiefsinnigere Bedeutung haben. Und nachdem wir mit unserem Geheimbund also mit unserem Kontaktmann in die Katakomben abgestiegen sind und diese erforscht haben, sind wir auch im Prinzip ja, direkt unter die Kirche gekommen und haben direkt unter der Kirche eine Steinplatte vorgefunden, einen Tisch eigentlich mit circa 1 Meter Größe und ja, es war ein Steintisch, ein ganz normaler Steintisch, wo die Steinplatte selber eben die Gravuren rundherum hatte. Es war roter Marmor, die auf diesen schwarz-violetten Stein hingewiesen hat.
dürfte ein alter Altartisch gewesen sein. Ihr seid also durch euren Kontaktmann an Stellen gekommen, die ihr sonst als normale Touristen, sage ich mal, nicht erreicht hättet? Ja, genau. Das ist interessant. Bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es viele Eingänge zu alchemistischen Grotten geben soll. Ja, diese geheimnisvolle Unterwelt. Mhm. Das ist eben, da wird eben ebenso erzählt, dass, ja, wie schon gesagt, also dieses ganze Turin ist im Prinzip durchgezogen mit Katakomben. Und da gibt es eben angeblich dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart, die sich durch diese Gänge ziehen und, wie schon gesprochen, okkulte Zeremonien, alchemistische Experimente, schaurige Blutopfer und vieles, vieles mehr. Antike Friedhöfe gibt es ebenso noch da unten zu besichtigen. Und ja, man redet, man spricht auch von Alchemistenlabors und ja, gänzlichen Ritualhallen, die sollen sich da unten befinden, die ca. 50 bis 20 Meter unter dem Asphalt sich von Turin befinden. Wir haben eine solche gefunden, eine Ritualhalle, und die ist tatsächlich so um die 12 Meter lang, 12 in Kubusform angelegt, sehr, sehr faszinierend. Und ja, da gibt es genauso diese Erzählungen von den Alchemisten, Kammern, wo man vermutet hat, dass der Stein der Weisen dort drinnen versteckt wurde oder ja, alles Mögliche. Wie kann ich mir diese alchemistischen Grotten, diese Kammern denn vorstellen? Also läuft man dort unten durch kilometerlange unterirdische Gänge und plötzlich ist links und rechts eine Öffnung, durch die ich gehen kann, oder sind dort Türen oder Tore? Wie kann ich mir das vorstellen da unten? Im Prinzip, man geht mal, also so wie es bei uns war, wir reißen den Pflasterdeckel hoch und gehen die Stiegen runter oder gehen in ein Gebäude rein und gehen durch eine Öffnung einfach mal in einen Tunnel hinab. Und dieser Tunnel ist zu 90% der Fälle so angelegt wie ein alter Luftschutzbunker bei uns, wo man mit einer Größe von 1,80 Meter gerade noch stehen kann und etwas gebückt kilometerweise gehen muss. Und immer wieder gibt es Abzweigungen nach unten, nach oben und in die Seite rein. Und das sind alles Abzweigungen, ein Labyrinth im Prinzip und teilweise wunderschön gemauert und teilweise einfach nur aus dem Fels herausgeschoben. Und ja, und wenn man so in eine Alchemistengrotte reinkommt, dann sieht man das schon, wenn man den Gang entlang geht, da sind dann meistens mehrere solche Grotten angelegt, ja, wenn nicht sogar ganze Ritualkammern, so mit 15, 20 Meter im Durchmesser oder in der Länge. Und das ist so angelegt, ja. Das ist interessant. Du hast vorhin gesagt, Friedhöfe gibt es sogar dort unten, ne? Ganz interessant. Man muss bedenken, in der Römerzeit oder bei den Kelten sogar noch, da wurde diese Stadt durch zwei geteilt. Wie schon gesprochen, einmal gut, einmal böse. Und bei den Römern wurde das wirklich so praktiziert, dass einmal nur die Verbrecher, die bösen Leute untergebracht wurden in einer Stadthälfte und in der anderen Stadthälfte nur die Reichen, die Schönen, die Guten. Und das wurde so gelebt und so praktiziert, wo natürlich auch Friedhöfe angelegt wurden. Mit der Zeit muss man bedenken, mit den Jahren hinweg wurde das alles irgendwie unterirdisch. Man sieht es auch in Wien, wo Wien durchzogen ist mit Katakomben und sich die Stadt einfach in die Höhe gebaut hat. Und das ist in Turin auch erfolgt. Und da gibt es unter anderem 3, 4 Friedhöfe, die ja unter dem Asphalt vor sich hinschmoren, leben, wie auch immer. Inwiefern steht denn Turin noch in Verbindung zum Untersberg, außer durch diese schwarz-violetten Steine? Oder ist das die einzige Verbindung?
die es da gibt? Wir sind ja wegen dem runtergefahren, ja, aber das Faszinierende für mich, das haben wir erst in Turin selber entdeckt. Das ist der gegenüberliegende Berg Musine. Und zwar, wir sind damals bei den Recherchen ja, auf so eine Buchhandlung gestoßen, wo uns verschiedene Bücher aufgefallen sind. Natürlich alles auf Italienisch. UFOs, Löcher in Berg und Zeitanomalien. Und da haben wir uns gedacht, na, was hat's denn da? Und wie wir so ins Reden gekommen sind, haben wir erfahren, dass es tatsächlich in Turin eine eigene Szene gibt, sogar Forscher, die den Berg Musine untersuchen. Und da haben wir herausgefunden, dass der Berg Musine, der interessanterweise fast ähnlich wie den Untersberg aussieht, nur etwas größer ist. Und dieser Berg erzählt dasselbe wie der Untersberg. Es gibt Zeitanomalien, UFOs tauchen auf, es soll eine Maschine im Berg versteckt sein, Dimensionsportale sollen sich öffnen. Ja, und diese ganzen Okkultisten und Satanisten, ja, die betreiben da oben regelmäßig ihre Rituale. Und das Spannende und das Allerspannendste für mich war, wie wir den Berg bestiegen haben, haben wir sogar die Legende einer alten Silberplatte entdeckt. Oha, von der alten Silberplatte haben wir schon gehört, aus dem Untersberg, diese Silberplatte. Ja. Und Spannend. diese alte Silberplatte wurde oder war damals Holz. Diese alte Holzplatte, die ist ja auch verziert von einer mysteriösen Inschrift. Diese mysteriöse Inschrift, die wurde im Prinzip auch entschlüsselt. Und ja, das erinnert eben an diesen Untersberg und es hat eine sehr frappierende Ähnlichkeit. Im Prinzip geht es da um nichts anderes, denn im Jahre 1973 ist diese Platte auf dem Gipfel aufgetaucht mit folgender Inschrift: Hier ist die letzte Antenne der sieben elektrodynamischen Punkte, aus welchen glühenden Kern die ganze Erde atmet. So, das war's. Das Ganze auf Italienisch. Mit einem Kruzifix drauf und das war's. Und dann folgende Aufzählung aller magischen Wesen, die auf dem Berg arbeiten, wie zum Beispiel Jesus, Mohammed, Buddha, Konfuzius, Gandhi und so weiter. Außerdem stand auf dieser Platte noch folgender Satz: Denkt intensiv darüber nach, Gedanke ist Konstruktion. 5 Jahre später ist diese Platte verschwunden, also diese Holzplatte. Ja. Eine Abschrift gibt es im Museum und eine Metallplatte wurde von irgendwem angefertigt und hat diese im Jahr 1984 auf das Gipfelkreuz aufgebracht. Also der Ursprung dieser Holzplatte, dieser originalen Holzplatte, ist unbekannt. Höre ich dann aus? Ja. Dieser Ursprung ist im Prinzip unbekannt. Es ist nur den Zeitungsberichten zu entnehmen, dass damals ja, zwei junge Wanderer ungefähr um das Jahr, wo man die Holzplatte vermutet, merkwürdige Lichter sahen und ja, von UFO-Entführungen gesprochen haben und einer davon sogar verschwunden ist. Das ist damals in den Zeitungen durchgegangen und so ist das Ganze im Prinzip belebt worden mit diesem Bergmusine, dass der mysteriös wurde. Also du sagst, diese Original-Holzplatte ist verschwunden. Wo befand sich die denn, bis zu ihrem Verschwinden? Das ist eine gute Frage. Das weiß keiner. Okay. Es wird auch im Museum nicht berichtet davon. Das ist dasselbe Mysterium wie am Untersberg. Wo der Untersberg-Code abgeschrieben wurde, es weiß bis heute keiner, wo der am Untersberg abgeschrieben wurde. Also das heißt, an diesem Berg verschwinden auch Leute wie am Untersberg? Gibt es da Geschichten drüber, im Da Untersberg oder gibt am Untersberg, die Leute verschwinden? es Erzählungen, da gibt es Geschichten darüber,
Genau das gleiche wie am Untersberg. Wahnsinn. Ist faszinierend. Also Untersberg und dieser, wie nennt sich dieser Berg? Musine. Musine. Man muss es einfach glauben, dass sie in irgendeiner Verbindung zueinander stehen. Definitiv, ne? Es ist wirklich sehr interessant. Gibt es denn Berichte von Leuten, die früher diesen Berg und auch den Untersberg besucht haben? Den Berg Musine und den Untersberg besucht haben, ist mir nichts Ist bekannt. nichts bekannt. Zum Beispiel vielleicht aus einem bestimmten Grund erst diesen Berg und dann diesen Berg zum Beispiel oder so. Da gibt's keine frühen Berichte, dass die Berge miteinander zu tun haben. So meine ich das, ne? Nein, also hier haben wir keinen Bericht gefunden. Für mich als Geomant ist es sehr wohl interessant, denn ich vermute hier schon eine Verbindung. Bindung, die im Prinzip von Turin zum Untersberg und weiterführend zum Dreisesselberg reicht. Der Dreisesselberg, auch interessant, ja, das stimmt. Ja, es gibt natürlich zu dieser Stadt noch sehr, sehr viel zu erzählen, aber da geht es dann wirklich schon sehr ins Detail rein. Und ja, also ich würde mal sagen, für eine Grundlage und für den ersten Einblick, was diese Stadt darstellt, was diese Stadt ist, ist es schon sehr interessant, wenn es wen näher interessiert. Interessiert, du, ich kann dir nur raten, selber mal nach Turin zu fahren oder ja, einfach mal diese ganzen Symboliken und hin und her einfach mal selber mal zu begutachten, dass man ein bisschen Gespür dafür bekommt, überhaupt mit den Tempelrittern, mit diesen Artefakten vor allem. Denn man muss bedenken, die haben riesige Museen in Turin, wo Artefakte aufbewahrt werden, da stellst dir die Scheuklappen auf. Also das ist eine Faszination für sich. Da könnte man, glaube ich, ein halbes Jahr nur Museumskunde betreiben in Turin, ja. Denn die eine Woche, wie wir dort waren, das waren einfach zu viele Eindrücke. Die haben wir selber nicht mal verarbeiten können. Das glaube ich. Es ist eine sehr faszinierende Stadt. Und weil du gerade das Museum, Museen ansprichst, ich habe auch gelesen heute auf einer Homepage, vielleicht kennst du den Bericht, dass, ich zitiere jetzt mal, Menschen, die das altägyptische Museum in Turin besuchen, das nach dem Museum von Kairo das zweitgrößte der Welt ist, berichten häufig, Opfer eines Fluches zu sein. Sogar Papst Johannes Paul II. Behauptet bei seiner Rückkehr aus Turin, dass von diesem Ort eine luziferische Atmosphäre ausgeht. Ja, ich bin jetzt nicht abergläubisch. Ich beschäftige mich selber schon sehr, sehr lange mit diesen, ja, okkultistischen Dingen. Ich kann aber selber nur berichten, ja. Wie wir in Turin waren, es hat 2, 3 Tage gedauert. Nach dem zweiten, dritten Tag hat es mich selber vom Hocker geschmissen, vom Gespür her, von der Energie her. Und als ich nach Hause gekommen bin, hat sich sehr viel verändert. Ich hatte auch damals, das war am zweiten Tag oder eigentlich am ersten Tag, wie ich nach Hause gekommen bin, hatte ich 3 Morddrohungen am Tisch, 2 Klagsandrohungen und irgendwas war noch. Alles im Zusammenhang mit meinen Forschungen, mit dem Untersberg, mit Turin. Also da ist eine Armada auf mich eingedroschen, ja, dass ich mir gedacht habe, so jetzt langt es dann, auf gut Deutsch gesagt. Und da hat sich sehr viel abgespielt. Also, und rückwirkend betrachtet, diese Äußerung von dir, dass dieses Turin eine sehr luziferische Energie hat, das kann ich nur bestätigen. Das kann ich als Mensch vom Gefühl her nur bestätigen. Hierzu wären natürlich weitere Forschungen interessant, dass man das auch auf einen Nenner bringen könnte. Was ist das genau? Ja. Denn das ist ja im Prinzip unsere Arbeit. Oder das ist ja das, was so faszinierend ist, wenn man fährt auf einen Ort, so wie Turin oder am Untersberg oder wo auch immer hin, und sagt, das ist ein böser Ort, das ist ein mysteriöser, faszinierender Ort, aber was ist es dann? Ja? Ja, du bekommst Morddrohungen aufgrund deiner Arbeit.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe ja damals, nachdem ich das zweite, dritte Buch veröffentlicht hatte, mir wurde ja fast der Roman eingestampft, Band 2 und Band 3, Die goldene Stadt im Untersberg, das wäre ja fast vom Handel genommen worden, da es hier zwei Klagsandrohungen gegeben hat. Und ja, ich hatte auch in dieser Ding, wo ich geforscht, also wo ich unterwegs war, man muss ja bedenken, ich sitze ja diese ganze Romanrecherchiererei oder Sachbuchrecherchiererei, das passiert ja vor Ort. Man redet mit den Leuten, man fährt herum. Und das sind eben Themen, die ich aufgreife und wo ich drinnen war, ja, oder zum Teil noch drinnen bin, die sind eben zum Teil sehr verstörend. Und da gibt es verschiedenste Fraktionen wie Geheimbünde. Das geht sogar bis in die Politik rein zum Teil, bis in die Regionalpolitik und etc., wo es einfach Dinge gibt, die nicht an die Oberfläche dürfen. Und ich veröffentliche das halt dann mit Büchern, ja, mit meinen Vorträgen. Und da gibt es immer wieder mal einen, der was sagt, ja, lieber Markus, heute veröffentlichst nichts. Bekommst du Angst? Also hast du wirklich, ich meine, wir sind erwachsen, wir müssen nicht mutiger sein, als wir müssen. Hast du Angst, dass wirklich was passiert? Also um Leib und Leben? Also natürlich, nein. Also ein Respekt ist da, das ist ganz klar. Man muss sich immer ein bisschen so in seinem Gefühl bewegen, sage ich mal. Aber ja, wie soll ich sagen, ich weiß einfach um die Energie meiner Arbeit, ich weiß, warum ich es mache und ja, die Wahrheit und das Gute obsiegt immer, ja, und deshalb habe ich da auch keine Bedenken dabei, auch in der Zukunft, auch wenn es sehr viele Steine auf dem Weg gibt, man kann Türme daraus bauen und es ist tatsächlich so und es gibt immer einen Weg und ja, alles gut. Das ist wirklich, also ich bin baff, dass bei der Arbeit an solchen Sachen wirklich sowas dabei rumkommt, dass Leute einem wirklich drohen, körperlich irgendwas anzutun. Also da habe ich schon Respekt, dass man dann auch einfach weitermacht. Und ich meine, du bist auch Familienvater und ja, man muss natürlich schon etwas abwiegen, das stimmt schon, durch das ich habe Familie zu Hause. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, als ich in Passau einen Vortrag gehalten habe zu dem Thema Die Matrix, raus aus der Matrix, zu meinem Buch Entfessel deinen Geist, im Zusammenhang mit Untersberg. Ich hatte da einen Vortrag von circa 2 Stunden und ja, nach diesen 2 Stunden hat mich die Antifa und die Polizei mit den Schäferhunden gegen die Wand gedrückt, wollte mich anzeigen, ist heute noch ein Internetbericht, sogar online irgendwo drinnen, ja, wo ich als rechtsradikal hingestellt werde, was ja ein kompletter Blödsinn ist schlussendlich, aber man bekommt schon Gegenwind, also so ist es nicht, ja. Und da muss man schon etwas abwiegen, okay, wie weit geht man da, ja, weil man hat Familie, man hat, ja, das ist halt einfach so. Wahnsinn. Ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Es war wirklich wahnsinnig spannend, war sehr, sehr interessant und es ist ja fast wie ein Krimi, wenn man das Ende der Folge jetzt noch hört. Also wirklich Respekt vor deiner Arbeit und Respekt, was du da tust. Ist denn eine weitere Expedition nach Turin geplant? Ja, jetzt unmittelbar gerade nicht. Ja. Wir haben ja sehr viele andere Forschungsthemen noch auf dem Tisch liegen. Natürlich möchte ich wieder mal nach Turin. Ja, ich sage mal so, wenn die Welt bis dahin noch steht. Ja, weil aktuell scheint es so zu sein, die Grenzen sind dicht und Lockdown und die Politiker drehen alle am Rad, einsperren wollen sie uns alle. Ja. Also schauen wir mal, was die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Aber sobald es möglich ist, irgendwann, wenn mal Luft ist, möchte ich natürlich auch mit fundierten Forschern nach Turin wieder mal reisen, um dann auch mit technischen Messgeräten mal Messungen zu machen. Und ja. Und dann gibt es sicher auch ein neues Buch. Bis dahin müssen die Leute sich mit dem Buch Magisches Turin beschäftigen. Das ist ein Buch über Turin und über all die Dinge, über die wir in diesem kurzen Podcast gesprochen haben. Magisches Turin von Markus Ilewski. Natürlich auf seiner Amazon-Seite kann man das käuflich erwerben. Ich werde es natürlich wieder hier verlinken. Und für heute sage ich auf jeden Fall danke, Markus. Bis zur nächsten Folge.
Danke.